Hexer, Weißer Wolf, Schlechter von Blaviken, viele Namen und Titel bezeichnen den legendären Monsterjäger und Schwertmeister Geralt von Riva. Der weißhaarige Antiheld mit dem Narbengesicht und den gelben Katzenaugen ist Aushängeschild und Protagonist der Witcher-Serie. Ja, wer hätte es gedacht? Tja, Geralt ist Sohn der Magierin Visenna, sein Vater könnte der Krieger Corin gewesen sein. Visenna und Corin kämpften einst gemeinsam gegen den Schurken Fregenal und möglicherweise kamen sie sich nach dem Gefecht näher. Wie dem auch sei, Visenna wurde unerwartet schwanger, Magierinnen sind eigentlich fast immer unfruchtbar und da war in ihrem Leben kaum Platz für ein Kind. Sie gab ihren Sohn in die Obhut der Hexer. Entgegen Geralts Glauben stammt der Name Geralt von seiner Mutter und nicht von seinem Hexer-Lehrmeister Vesemir. Wie alle jungen Aspiranten wurde Geralt den strengen Prüfungen des Hexerordens unterzogen, die nur wenige überlebten. Geralt gehörte zu den Glücklichen und da er die ersten Prüfungen so gut überstanden hatte, wurde er weiteren noch drastischeren Experimenten unterzogen. Auch diese überlebte er, doch auch mit hinterließen die grausamen Prüfungen und Mutationen ihre Spuren. Seither sind seine Haare des Hexers schneeweiß und er ist unfruchtbar. Außerdem hassen alle Katzen ihn. Im Gegenzug verlieh ihm die Mutation übermenschliche Kräfte und Immunität gegen Krankheiten und Magie. Man nennt es auch eine, Pigmentschwäche, wenn die Haare weiß werden. Nach der Ausbildung zog Geralt in die Welt hinaus, um das Handwerk der Hexer auszuführen, Monster jagen und Menschen vor Ungeheuern beschützen. Sein erstes Monster, in Anführungszeichen, war jedoch ein räudiger Bandit, der sich über einen fahrenden Händler und dessen Tochter hermachen wollte. Geralt schlug den Schurken in blutige Stücke, doch anstatt den Hexer mit Dank und Ruhm zu überschütten, flohen alle nur vor Entsetzen und Panik. Die normalen Leute fürchteten den unheimlichen Hexer oft mehr als die Bestien, die er erlegen sollte. Daher wurde aus dem idealistischen jungen Hexer bald ein zynischer und grantiger Eigenbrötler, der von seinen wenigen Freunden abgesehen kaum jemanden vertraute und sich aus allem heraushielt, was ihn nicht unmittelbar betraf. So lebte Geralt eigentlich ganz gut und aufgrund seiner meisterhaften Schwertkünste wurde er zu einem gefragten Hexer und Monsterschlechter. Allerdings erarbeitete er sich auch einen düsteren Ruf als brutaler Killer, beispielsweise beim Massaker von Blaviken, wo er den gleichnamigen Städtchen die Räuberführerin Renfri mitsamt ihrer Bande niederstreckte, da sie sonst ein Gemetzel an der Bevölkerung verübt hätte. Dennoch will der Hexer nach der Bluttat keinen mehr sehen und alle reden seitdem nur noch hinter vorgehaltener Hand vom Schlechter von Blaviken. Ein weiteres entscheidendes Erlebnis im Leben des Hexers war sein erstes Treffen mit der Zauberin Yennefer von Wengerberg, die ihn erst manipulierte, um sich an ihren Feinden zu rächen und einen mächtigen Luftgeist zu fangen. Am Ende legt der Geist die halbe Stadt in Schutt und Asche und Geralt beginnt seine stürmische und zerstörerische Beziehung mit Yennefer, in deren Verlauf sich die beiden regelmäßig trennen und wieder zusammenkommen. Geralts schicksalhaftestes Ereignis war aber sein Abenteuer im Königreich Syndra, wo er der Königin Calante gegen einen unliebsamen Gast beistehen und am Ende damals noch ungeborene Kind von Calantes Tochter als Lohn erhalten sollte, sobald es alt genug wäre. Jahre später traf Geralt zufällig auf die junge Prinzessin Cirilla, Ciri von Syndra, eben jenes Kind aus der Vorhersehung. Egal wie sehr Geralt versuchte, Ciri aus dem Weg zu gehen, das Schicksal brachte die beiden immer wieder zusammen, bis Geralt sich schließlich der Kleinen annimmt und sie in die Hexerfestung Kaer Morhen bringt, wo Ciri zur ersten Hexerin ausgebildet wird. Doch da Ciri die prophezeite Trägerin des älteren Blutes ist, steht sie ganz oben auf der Abschussliste einiger mächtigen Fraktionen. Geralt hat alle Hände voll zu tun, Ciri zu suchen und zu retten. Am Ende kann er seinen Schützling in Sicherheit bringen, aber kurz vor dem geplanten Wiedersehen mit Ciri wird Geralt in der Stadt Riva in ein blutiges Pogrom verwickelt und von einer Mistgabel aufgespießt und getötet. Doch Ciri erscheint rechtzeitig, heilt Geralt und ermöglicht ihm und Yennefer ein sorgenfreies Leben in einer anderen Welt. Geralt hat auch einen ziemlich wilden Charakter. Er ist bärenbeißig, mürrisch und eigenbrötlerisch. Aber auch genügsam. Er schätzt die einfachen Dinge und Freuden im Leben. Eine deftige Mahlzeit, eine Flasche Schnaps sowie ein warmes Feuer. Dazu noch eine willige Frau und ein Dach über dem Kopf. Mehr braucht ein Hexer nicht zum glücklich werden. Mit gehobener Kultur und höfischem Verhalten kann Geralt nicht wirklich viel anfangen. Auch wenn Yennefer schon sehr oft vergeblich versucht hat, den ruppigen Hexer zu kultivieren.
Ja, jedoch glaubt, dass Geralt frei von Eitelkeit sei, getäuscht, hat sich getäuscht. Der Hexer verfügt über ein großes Ego und einen unbändigen Stolz. Außerdem ist Geralt sehr empfindlich und schnell eingeschnappt und beleidigt. Dann schmollt er tagelang und raunzt jeden an, der ihm auf die Nerven geht. Hinter der harten Schale verbirgt sich also ein ungeahnt sensibler Kern. Außerdem ist Geralt auch kein tumber Schlagetod. Vielmehr besitzt er einen messerscharfen Intellekt und denkt stets logisch und analytisch. Gerade im Diskurs mit anmaßenden Amtspersonen und Würdeträgern beeindruckt der Hexer oft mit präzisen Gegenargumenten und hohem rhetorischen Geschick. Weiterhin ist Geralt für seinen blutigen Pragmatismus und seine Konsequenz berüchtigt. Wenn er erst einmal sein Schwert gezogen hat, muss Blut fließen. Und wer mit ihm die Klinge kreuzt, der sieht den sicheren Tod ins Auge. Gegenüber seinen Freunden ist Geralt extrem loyal und würde alles dafür tun, um sie zu schützen. Gelingt es ihm nicht, so ist ein brutaler und endgültiger Rachefeldzug für den Hexer die einzige logische Folgerung. Aus diesem Grund sucht er in den Romanen monatelang nach Ciri und reist kreuz und quer durch die Gegend, um seine Ziehtochter zu... Verdammte Scheiße, um seine Ziehtochter zu finden. Oder in letzter Konsequenz zu rächen. Jetzt fahren schon wieder Mega-Fahrzeuge draußen rum. Ist das grausam. Immer werde ich bei Aufnahmen gestört. Kurioserweise ist Geralt als Bewohner einer durch magischen Welt erstaunlich skeptisch und glaubt weder an Götter und Prophezeiungen noch an das Schicksal, bis ihm die Ereignisse aus dem Roman eines Besseren belehren. Und obwohl es anfangs nicht so aussieht, verfügt Geralt außerdem über einen durchaus sinnlichen Humor. Wenn man die trockenen, lakonischen Äußerungen des Monsterjägers überhaupt als solchen erkennen kann. Nun, das war alles über Geralt von Riva. Natürlich gibt es mehr Einzelheiten, aber ich will euch nicht wieder viel zu lange aufhalten. Deswegen schaut doch mal bei meinem Let's Play vorbei. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.